Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Odderbach-Odderberg. 30 Kilometer Geschwindigkeitsbeschränkungen. Nach einer gesetzlichen Änderung ist es nun möglich, auch auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen an Schulen und Kindergärten ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer anzuordnen. Dem Wunsch von Eltern und Ortsgemeinden kann somit entsprochen werden. Dies betrifft den Bereich der Grundschulen in Mehlbach und Olsbrücken, auch in der Bergstraße in Otterberg in Höhe des evangelischen Kindergartens gilt Tempo 30. In den nächsten Wochen werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen kontrolliert. Wer schneller als 61 Stundenkilometer fährt, riskiert ein Fahrverbot, ein hohes Bußgeld und 2 Punkte. Bitte beachten Sie daher die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Olsbrücken, Engstelle Wörsbacher Straße. In Olsbrücken in der Wörsbacher Straße gibt es seit Einrichtung des neuen Gehsteigs Verkehrsprobleme. Viele Verkehrsteilnehmer beachten in der Engstelle nicht die Vorrangregelung. Anwohner fordern daher eine Begrenzung auf Tempo 30. Weitere Forderungen gehen in Richtung Lkw-Verbot und Ampelregelung. Der Landesbetrieb Mobilität, die Polizei und das Straßenverkehrsamt der Verbandsgemeinde wollen im Rahmen einer Verkehrsschau die Situation vor Ort überprüfen. Mehlbach Kläranlage. Um die Reinigungsleistung der Kläranlage Mehlbach zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern, wurde ein neues Belüftungssystem der biologischen Reinigungsstufe unter laufendem Betrieb erneuert. Die Kerzenbelüfter wurden gegen hocheffiziente Plattenbelüfter ausgetauscht, sodass eine optimale Sauerstoffversorgung im Belebungsbecken erzielt wird. Durch den Einbau des neuen Belüftungssystems kann weiterhin der Energiebedarf für den biologischen Teil der Kläranlage um mindestens 20% reduziert werden. Übung Feuerwehr mit Forst. Das Forstamt und die Feuerwehr Otterberg übten zusammen den Ablauf der Rettungskette Forst. Nach einem simulierten Unfall setzte ein Waldarbeiter einen Notruf ab und nannte dabei mit Hilfe zweier Rettungspunkte den ungefähren Standort im Wald. Die Feuerwehr Otterberg rückte mit 15 Helfern und 3 Fahrzeugen an, versorgte den eingeklemmten Waldarbeiter, symbolisiert durch eine Übungspuppe, und führte dessen Befreiung mit technischem Gerät durch. Auch für jeden Waldbesucher sind die grün-weißen Schilder wichtig. Anhand dieser können Rettungskräfte die Hilfesuchenden im Wald finden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.